Hallo zusammen und willkommen beim Kochen mit Heike und Olaf. Wir haben heute für euch wieder ein neues Gericht ausgesucht. Diesmal etwas zeitaufwendiger als sonst. Vielleicht mal für einen besonderen Anlass. Aber man kann es super vorbereiten und am nächsten Tag gut beenden. Schaut einfach mal rein. Viel Spaß beim Nachkochen und guten Appetit. Wir kochen heute ein würziges Lammcurry. Unsere Zutaten einmal im Überblick. Wir brauchen dafür heute Lammfleisch, entweder aus der Schulter oder aus der Keule, sowie gewürfelte Tomaten, Knoblauch, Ingwer und Zwiebel, Kartoffel, Möhre und Brokkoli, Rapsöl, Chilipulver, Kardamom, Kurkuma, Kreuzkümmel, Koriander, Salz, Pfeffer und Kokosmilch. Wir beginnen bei der Vorbereitung mit dem Lammfleisch. Wir haben uns von unserem Metzger etwas Lammfleisch aus der Unterkeule geben lassen. Diese befreien wir noch von eventuell anhängenden Sehnenresten, so wie ihr hier sehen könnt. Die schneiden wir schön knapp raus, dass wir möglichst wenig Fleischverlust haben. Und schneiden dann unsere Fleischstücke in kleine Würfel, in mundgerechte Happen halt. Die Zwiebeln werden in feine Würfel geschnitten, wie ihr es aus den anderen Videos ja schon kennt. Zwiebel erst halbieren, quer durch die Wurzel, dann längs bis kurz vor die Wurzel einschneiden in geringen Abständen von 2 bis 3 mm. Dann noch ein bis zweimal horizontal reinschneiden, um dann in knappen Abständen senkrecht vorherzuschneiden. Die Knoblauchzehe quetschen wir zwischen dem Schneidebrett und der flachen Seite des Messers einmal kräftig platt. Schneiden sie längs in Stifte und dann noch einmal quer in Würfel und haben sie schon fertig zum Anschwitzen. Jetzt nehmen wir uns unseren Ingwer vor, in der entsprechenden Größe, wie wir es für dieses Rezept brauchen. Gehen mit dem Sparschäler hin und schälen die Schale runter. In den Zwischenräumen zwischen den Abzweigungen gehen wir nachher einfach mit dem Schälmesser hin und nehmen die Schale vorsichtig raus. Und können dann den Ingwer wunderbar in feine Scheiben schneiden. Dann ebenfalls wieder quer in Stifte und nochmals gedreht in feine Würfelchen. In der Zwischenzeit haben wir einen angemessen großen Topf schon mal vorgeheizt. Den Boden benetzen wir jetzt mit etwas von unserem Rapsöl und schwitzen darin unsere Zwiebelwürfel kurz an. Wenn die Zwiebelwürfel leicht glasig sind vom Anschwitzen, dann kommen unsere Gewürze hinzu: Chili, Kardamom, Kurkuma, Kreuzkümmel, Koriander und natürlich auch unsere Knoblauchwürfel und unsere Ingwerwürfel. Das Ganze wird jetzt gut 2 Minuten unter ständigem Rühren angeschwitzt. Nach gut 2 Minuten Anschwitzen geben wir jetzt das Lammfleisch hinzu und verrühren es richtig gut mit den angeschwitzten Zwiebeln und Gewürzen, sodass der Geschmack der Gewürze sich gut an dem Fleisch anhaften kann und vom Fleisch aufgenommen werden kann. Erst dann gehen wir hin und löschen das Ganze mit den gewürfelten Tomaten ab, wobei wir mit dem Holzspachtel dann darauf achten, dass wir den Topfboden schön sauber machen, sodass nachher beim weiteren Garen nichts ansetzen kann. Nach dem Ablöschen mit Tomaten wird noch kurz gesalzen, ordentlich umgerührt und dann für eine Stunde auf mittlere Hitze
mit geschlossenem Deckel köcheln lassen. Und während unser Lammfleisch so dahin köchelt, wenden wir uns dem Gemüse zu. Die geschälten Möhren werden der Länge nach halbiert und dann geviertelt, je nach Größe, um dann schmale Scheiben vorher zu schneiden. Die geschälten Kartoffeln werden in etwa 1 cm große Würfel geschnitten. Dafür schneiden wir sie erst in ca. 1 cm dicke Scheiben, um daraus dann ca. 1 cm breite Stifte zu schneiden, und die wiederum schneiden wir dann in ca. 1 cm breite Würfel. Wenn das geschehen ist, nehmen wir uns den Brokkoli vor. Wir haben einen wunderbaren frischen Brokkoli heute bekommen. Man kann dafür auch gefrorene Röschen nehmen, wobei ich persönlich einen frischen Brokkoli schöner finde. Wir schneiden als erstes den dicken Strunk unten runter und schneiden dann von den einzelnen Abzweigungen Röschen runter. Jetzt nehmen wir uns die Röschen, die von der Art her zu groß sind, um sie in einem Mal in den Mund zu stecken, und teilen diese noch einmal oder zweimal, je nachdem wie groß sie sind. Dafür schneiden wir in den Strunk senkrecht ein, aber nicht ganz durch, und brechen den Rest auseinander, sodass wir oben an dem Röschen Bruchstellen erhalten und nicht so gerade Schnitte. Das sieht halt nicht so schön aus. So, nach einer Stunde Köcheln ist unser Lamm dann auch so weit, dass wir hier fortfahren können. Es sieht schon sehr gut aus. Wie ihr seht, es hat sich auch nichts auf dem Boden angesetzt. Wunderbar. Dann geben wir jetzt die Kokosmilch hinzu, so wie die Kartoffeln und die Möhren. Machen noch etwas Pfeffersalz dran, rühren das Ganze gut durch, dass sich alles gleichmäßig verteilt, und lassen es dann einmal kurz aufkochen. Ich sagte ja anfangs in der Ankündigung, dass man dieses Gericht gut vorbereiten kann. Wenn dies jetzt ganz kurz aufkocht, wäre das der Punkt, wo ich den Topf von der Platte nehmen würde und so wie er ist, ihn runterkühlen lassen würde. Den Brokkoli würde ich mit einem feuchten Zewer abdecken und in den Kühlschrank stellen und könnte dann morgen oder übermorgen dieses Gericht fertigstellen, indem ich einfach morgen den Topf auf den Herd stelle, ihn wieder kurz zum Kochen bringe und dann den Brokkoli hinzufüge. Und dann lassen wir das Ganze noch ca. 15 Minuten köcheln, probieren das Ganze noch einmal und haben ein tolles Gericht. Mmh, lecker! Na dann, viel Spaß beim Nachkochen und guten Appetit!